Moin Moin Kinders, es ist Zeit für die große Reise. Muss mal schnell gucken, habe ich alles dabei? Ja. So, wir fahren jetzt aufs Meer und werden erst wieder an Land gehen, wenn wir wirklich ein richtig cooles neues Biom sehen. Und ich hoffe, dass ich nicht nur in so einem richtig großen, ja weiß ich nicht, Binnenmeer bin, sondern dass es auch tatsächlich richtig schön rausgeht. Aber auch das wird uns nicht abhalten. Ja. Ah, Quallen. Nicht schon wieder. Ich hätte auch ein bisschen mehr Holz mitnehmen können, fällt mir mal gerade auf. Weil je nachdem, wie lang unsere Reise ist, ist halt die Frage, ob ich mit einem Boot auskomme oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, da ist schon wieder Wüste. Ey, ich kann diese Wüste nicht mehr sehen. Ich will jetzt was ganz anderes. Ich will jetzt am liebsten so eine Eiswelt haben. Aber wie gesagt, hoffentlich kommen wir hier irgendwo durch. Nicht, dass wir irgendwo stecken bleiben, sag ich mal. Ja, sieht aber gerade so aus. Egal, ich denke, wir können auch ein bisschen zu Fuß weiter. Oh, nicht kaputt gehen. Komm her, Bötchen. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, dem Fluss zu folgen. Oder vielleicht auch auf so eine Art Ozean kommen. Ach, guck mal, das sieht doch schon wieder besser aus. Aber es ist halt die Frage, wie weitläufig das hier dann im Endeffekt ist. Na gut, fahren wir mal hier weiter. Ja, ich habe mir diesmal auch meine Koordinaten auf meinen Hauptzettel aufgeschrieben. Ich habe nämlich einen Zettel, den ich halt immer so ein bisschen weiter oben liegen habe und wo auch alle möglichen Sachen draufstehen. Das heißt, den schmeiße ich dann auch nicht weg oder packe ihn weg oder sowas. Und da sind die Koordinaten jetzt mit drauf. Also wenn wir ja wieder nach Hause wollen, dann wird das ein leichtes sein. Mal abgesehen vielleicht von der Strecke. Oh, jetzt ist das hier schon wieder zu Ende, ey. Das ist doch nicht wahr. Oh. Super, mein Boot ist kaputt gegangen. Und ich habe nicht genug Stuff für ein neues Boot. Das habe ich mir echt schlau ausgedacht, finde ich. Findet ihr das auch? Egal, wir lassen uns nicht abhalten. Jetzt wäre es praktisch gewesen, mein Pferd dabei zu haben. Tja. Ich hätte ehrlich gesagt mir vorgestellt, dass wir eine große Voyage übers Meer machen. Aber anscheinend ist das dann doch nicht so das Meer gewesen. Sondern nur ein kleiner See. Oh, geliebte Wüste. Na toll, da ist wieder Wasser. Und es sieht super weitläufig aus. Das Problem ist, ich habe genug Holz für ein Boot, aber ich müsste mir noch ein Crafting Table dazu bauen. Hier ist nicht zufällig irgendwo ein NPC-Dorf, wo ich mal schnell. Nee? Überaus schade. Und ich wette, hier wäre es dann richtig losgegangen, ne? Mit Ozean und so. Und jetzt habe ich kein Boot mehr. Oh Mann, das ist doch nicht wahr. Kackmist, ey. Oh, der ist mal verplant, hat auch noch Pech. Ist doch alles scheiße.
Ich will doch einfach nur raus aus der Wüste. Warum können die das nicht verstehen? Ich versuche mal da an Land zu gehen. Da steht wieder eine Nacht voller Monsterkämpfe bevor. Boah, wie lange das dauert, ey. Das habe ich mir nur gedacht, ich hätte mal ein bisschen Holz mitnehmen sollen. Oder wenigstens mir ein zweites oder ein drittes Boot noch bauen sollen. Mein Plan war, eine riesen Bootsreise anzutreten. Da kann immer was passieren. Und gerade wenn du dann hier in der Wüste bist, dann sitzt du ohne Holz gleich immer auf dem Trockenen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. So. Oh Gott. Wieder ein bisschen Land unter den Füßen. Oh, super. Bis jetzt hätte alles spawnen können, aber es sind natürlich Creeper. Ah, explodier, du Bastard. Na, willst du auch explodieren? Mach doch. Ich fürchte dich nicht. Nicht mehr. Da drüben ist Ebene. Tja, nichts, was wir nicht auch schon tausendmal gesehen hätten. Aber wenn ich irgendwo ein Dorf finde, könnte ich mir wenigstens nochmal ein Boot bauen. Das wäre wirklich nicht schlecht. Also dann ist es wieder so ein Dorf, die keine von diesen Büchereien haben, weil nur da gibt es, glaube ich, ein Crafting Table. Innerhalb von NPC-Dörfern. Und da kann ich auch mal Bücher mitnehmen, das war ja auch eins meiner Nebenziele. Schwupp, 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 schwupp. Schaf. Schaf hat mir Angst gemacht. Da drüben ist Feuer. Und ein Enderman, den ich fast angeguckt hätte. Was für eine Scheiße, dass du doch alles siehst. Aber ich denke jetzt, ja, warum gebe ich denn mein Haus und alles auf, nur um hier große Erkundungstour zu gehen? Das ist eigentlich gar nicht der Plan. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich irgendeinen coolen Ort finde, werde ich mir da wieder ein bisschen was aufbauen und dann dort einfach so ein Netherportal aufstellen. Na super, eine Klippe. Traumhaft. Und dann versuchen im Nether sozusagen so eine Art Verbindung zwischen sowohl meinem ersten Heim als auch meinem neuen Häuschen und halt den neuen Orten, die ich finde, zu machen. Also wirklich so ein richtiges Netzwerk im Endeffekt aus den Nether-Portalen. Im Nether. Ich finde, das ist ganz cool eigentlich. Auch gerade, wenn man so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen will, ne? Oh, da hinten gibt's zumindest wieder Holz. Also hier auch, aber da hinten sieht's ein bisschen sicherer aus. Weil da noch nicht so viel gespawnt ist. Autsch. Das war sehr unhöflich. Ich bleib bei den Kühen. Ich brauche auch nur ein bisschen. Aua! Was für ein Bastardskelette. Na, komm. So. Mein Holz möchte ich aber... Hörst du wohl auf? Hörst du wohl auf? Ich schwör's euch, der tötet mich noch. So. Ja, ich muss ihn leider immer ein bisschen wegschieben, weil... So. Okay, das reicht erstmal. Habe ich das ganze Holz mit? Jo, habe ich. Habe ich doch, ne? Ja, sehr schön. Okay, das ist doch schon mal sehr beruhigend. Jetzt muss ich mal ein bisschen was essen. Oh, das war wieder sehr knapp. Und ein paar Möhrchen. Sag ganz schnell, jetzt sind wir wieder
In einem guten Bereich. Oh Mann. Fucking Huren Creeper. Ja. Die Armee der Finsternis ist hinter mir her. Aber ich lasse mich davon nicht einschüchtern. Bin auch schon ziemlich lange nicht mehr gestorben, ne? Also für meine Verhältnisse ist das ziemlich gut. Wann war ich das letzte Mal? War das nicht sogar im Neta, als ich da diese Lohen bekämpft habe? Oh, oh, oh no. Gut, ich muss zugeben, ich bin seitdem auch nicht so in der Situation gewesen, dass ich mich jetzt großartig in unnötige Gefahren begeben hätte. Denn das Überleben ist am wichtigsten. Na gut, jetzt wäre es nicht so schlimm. Ich meine, ich habe nicht so wichtige Sachen mit. Ihr seht's ja. Nur so das Nötigste und habe halt auch meine Level. Zumindest für die Rüstung verbraten wäre natürlich schade, wenn die Rüstung jetzt weg wäre, aber gut, es ist auf der anderen Seite auch nur eine Eisenrüstung. Und ich wollte eigentlich auch mehr damit zeigen, wie das mit dem Verzauberen vonstatten geht. Oh. Oh, gleich zwei Endermena. Autsch. Autsch. Hört doch mal auf damit. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Ein Zombie in Rüstung. Die übrigens nicht droppt. Also wenn die mich jetzt killen würden, dann würden... Ne, ich würde meine Rüstung und sowas... Ich würde alles droppen. Aber die... Pff. Denkst du, die droppen was? Nie im Leben. Vielleicht mal eins von den Rüstungsteilen und dann auch in einem absolut inakzeptablen Zustand. So wird hier mal wieder in zweierlei Maß gemessen. Da ist ein Dorf, das besuchen wir. Haben sogar eine Schmiede, ist ja der Wahnsinn. Und die haben nicht wirklich einen Creeper auf dem Dach sitzen, oder? Der hier bestimmt nicht runterkommt. Oder auch nicht. Hallo? Oh, jetzt kommt er. Das ist komisch, er müsste... Na gut, gespawnt ist er da wahrscheinlich nicht, weil das Dach von der Schmiede besteht ja aus Slabs und auf Slabs spawnen keine Monster. Beruhig dich. So wurde mir zumindest gesagt. Slabs sind halt diese Stufen, falls ihr euch noch erinnert. Also diese halben Blöcke. Wo habt ihr denn eure Bücherei? Ah, hier. Hallo Jungs. Ich weiß, ihr fürchtet euch. Aber das müsst ihr nicht. Auch diese Nacht wird vorbeigehen. Sobald ich hier weg bin, despawnen die Monster auch wieder. Eigentlich fast schon ein bisschen ironisch. Ha? Da ist ein Fenster, da kommst du nicht durch. So, ich baue mir gleich nochmal ein paar Boote. 5 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, auf der anderen Seite, wieso nicht? So. Entspannt euch. Nein, nein, Skelett, nein. Aber warte mal, wenn ich schon hier bin, ich könnte auch ein bisschen Futter gleich mitnehmen. So als Bezahlung dafür, dass ich diesen einen Creeper weggemacht habe. Findet ihr doch auch äußerst sinnvoll. Und hier habe ich noch ein paar Zombies weggemacht. Also ich meine, das sollte doch was wert sein, oder nicht? Oh, da ist gerade einer gestorben. Ja, jetzt brennst du, ne? Der ist einfach in das Haus und hat gesagt, das ist jetzt mein Haus. Und dann wollte der Dorfbewohner da rein und hat der Dorfbewohner aufs Maul gekriegt. Genau so soll es laufen. Ich helfe dir mal, damit du hier rauskommst. Ich
Ich bin so health-bright. So, ich brauche jetzt auch ein bisschen Essen von euch. Na gut, dann nehme ich halt das Weizen. Ich hätte ja gehofft, dass sie irgendwie Karotten oder Kartoffeln wenigstens haben. Aber nix da. Ah, hier sind... Genau, da hinten ist ein Creeper, den habe ich nicht übersehen. Dann können wir zumindest sagen, wir haben zu unserer Reise Kartoffeln mitgenommen. Hallo? Wer schießt auf mich? Ach du, schon wieder. Schon wieder so ein Brunnenskelett. Okay. Den Loot, den hole ich mir da jetzt nicht. Ah, also noch mehr Kartoffeln. Und ein bisschen Weizen. Naja, viel ist das ja nicht. Na gut, das sollte erstmal reichen. Ich verlasse euch jetzt, ihr verdammten Loser. Ich hoffe, dass wir jetzt, wo ich ganz viele Boote habe... Ah, da ist doch schon wieder Wasser. Sehr perfekt. Und ein schönes Pferd. Aber nein, ich trete leider den Seeweg ans Reise an. Und da geht das gar nicht. So, schon mal Boot rausholen. Obwohl, so ozeanmäßig sieht das auch wieder nicht aus. Egal. Wir probieren's.